Komm schon. Ich glaube, das war Fail. Nicht gut. Komm schon, Jack. 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 Oh, jetzt wird's knapp, Leute. Geh auf, du scheiß Ding! Tot. Ja, es ist, tut mir leid, Leute, das war ein wirklich super Fail, also... Fuck. Kacke, okay. Das machen wir jetzt auf jeden Fall neu. Das ist auch ein bisschen, also so, wenn ich zu viele Möglichkeiten habe, dann bin ich überfordert, dann weiß ich nicht wohin. Also erstmal abschnallen, okay? Dann die Scheibe unten eintreten. Also erstmal befreien. Gut, dann die Scheibe. Wo ist Hancock, wenn man den braucht? Auf! Oh. Wir haben keine Position gut gemacht, aber dafür unser Leben gerettet. Scheiße. The Run fortsetzen, aber natürlich, denn wir sind gerade mal am Anfang des Parts und ich möchte nicht ihn jetzt schon beenden. Wir sind in Chicago. Ja, nochmal ganz kurz nur so am Rande. Und es ist nicht mehr lang und nicht mehr weit bis nach New York. Noch 1, 2, 3 Etappen. Und dann sind wir da. Ich glaube, ich mache einen Port mal so in diesem Akzent. Die nächste rechts, okay. Lauf. Oh. Jack, riskier für das Rennen nicht dein Leben. Wir können aufgeben, wenn du willst. Ich sag dir, niemand gibt hier auf. Ho, ho, ho. Hallöchen, meine Schmuckstücke. Der ist natürlich auch geil. Der ist natürlich auch geil. Aber der ist am geilsten. Yeah. Hey, komm, als wenn ihr wirklich gedacht habt, ich nehme einen von den anderen beiden. Also, als ich ihn schon gesehen habe als erstes, wusste ich schon, du bist es. Oh, das war's schon mit 7. Das ging aber fix. Das ging wirklich schnell. Ja, symbolisch schön und gut. Alles klar, wunderbar. Dann sind wir an der 8. Etappe jetzt. Etappe 7. Vergleich. 3. Dritter Rang gegen Freunde. Ja, ich habe auch Freaks, ne? Da kann ich ja nicht gegen ankommen. So, nächste Etappe des Starts natürlich. Und es ist dunkel. Es ist sehr dunkel. Ich hoffe, Fraps tut das Ganze nicht zu sehr verdunkeln, weil ich mache nicht mit Force Loseless Kacke Ding da, RGB, sondern normal, ja. Also Fraps, macht das bitte nicht allzu dunkel. So, 8. Etappe. San Francisco war am Anfang und wir sind schon mittlerweile in der Innenstadt Chicago. Und ich will das Ganze bei Tag sehen. Ich will jetzt kein Nachtlevel, also bitte gib mir keine Nachtfahrt. Ich will Tag, ja. Ich will Chicago im vollen Glanz, im immer blühenden Schicksal sehen. Erblühendes Schicksal ist auch geil, ja. Ich trinke noch ganz kurz. Ich sag jetzt nicht was, aber es schmeckt. Und meine Gebete wurden nicht erhört. So, wir müssen ins Rennen wieder einsteigen. Vorne sind die ganzen Konkurrenten. Und
Die guten Cops sind mit von der Partie. Wum, 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 wum. Die Cops warten irgendwie nur auf was, aber... Au. So. Wir sind wieder mitten im Rennen. Und die Konkurrenz ist heiß geworden. Und was ich mit heiß meine, sind die Autos. Weil die haben es wirklich in sich. Ein geiler Lamborghini hier. Also, wenn wir den zur Auswahl haben, dann nehme ich... Hä? Moment. Hier sind wir doch schon mal gefahren. Vorher mit dem Polizeiwagen. Und dann wurden wir von der Straße abgedrängt. Ah. Porsche. Danke. Benutze ich gerne als Bumper. Bumper! Bumper ist ein lustiges Wort. Wusstet ihr das? Oh mein Gott, was labert der für ein Scheiß? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Aber... Komm schon. Oh. Ach, das ist der letzte schon da vorne. Sieh einer an. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Bin ich so schnell unterwegs? Oh, like a boss. Na, jetzt wird's knapp. Oh, Hallöchen, Officer. Ach, eine Abkürzung. Die werden wir natürlich doch nehmen. Hier brennt alles. Die Cops stehen nur daneben. Auch schön. Irgendwie seltsam mit den ganzen Cops. Sie stehen nur da und verfolgen aber keinen. Hm. Ach, da vorne ist auch schon das Ziel, ne? Das ging ja schnell. So, wie viele Positionen habe ich jetzt gut gemacht? Ich habe gar nicht mitgezählt. 5, glaube ich, oder? Oh, 6 sogar. Nette Sache. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man das nicht überspringen kann. Das finde ich scheiße. Fortsetzen. Natürlich fortsetzen. Denn wir wollen ja ans Ende kommen mittlerweile. Müssen wir schon. Ich weiß noch nicht mehr. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Parts noch kommen werden. Aber wir sind jetzt ungefähr bei 16. Bei Part 16. Ich denke mal so. Mitte 20 wäre Schluss. Also so bis Part 50 versuche ich das. Ich sag Part 50. So bis Part 25, denke ich mal, wird das Ganze sich hinauszögern. Kann ich nicht, aber ich versuche mal Part 25 so als letzten Part zu machen. Wenn ich früher fertig werde, auch gut, aber später, nee. Dann ist meine Würde im Arsch. Gut. Eigentlich Nachtfahrten mag ich ja überhaupt gar nicht, aber das sieht hier ganz schön angenehm aus. Lässt sich auch wunderbar fahren, der Audi, nebenbei mal so. Also echt eine gute Wahl. Die anderen, ich weiß nicht. Den am Anfang, der war eigentlich auch ganz cool, diese alte Schraube, aber dieser R4 war das, glaube ich. Ich denke nicht, dass er gut wäre. Außerdem, ich bin ja nicht so ein Audi-Fan, aber ich meine, wenn man keine andere Auswahlmöglichkeit hat, dann nimmt man eben das, was man kriegen kann. Und in dem Fall war es der Audi R8 V10, Version 10, 1.0 DirectX. Ich habe keine Ahnung. Oh, das wär scheiße geworden, wenn ich jetzt ganz genau gespawnt wäre und dann wieder total im Arsch wäre. Ich weiß nicht, ob ihr ganz genau die Musik hört, aber die ist wirklich sehr entspannend. Also, optimale Wahl für diese Fahrt, liebe EA-Macher hier. Also... ist ganz schön schön. Es ist ruhig, es ist nicht so viel Stress. Man fährt hier schön seine Runde und hofft natürlich auf kooperierende Konkurrenten, auf eine Abkürzung, die man zufallsmäßig genommen hat, die aber auch eine sehr tolle Wahl war. Egal, scheißegal, was rede ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Vorne ist die nächste Abkürzung, die nehmen wir. Und dann sind wir auch schon, ja okay, 4 Kilometer noch. Das Ganze braucht noch ein bisschen. Da vorne ist der 8., den überholen wir, dann sind wir ungefähr 35., glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Oh, danke. Gerne als Leitplanke genommen. Oh, na komm. Ich glaube, diese Strecke bin ich sogar im Multiplayer gefahren. Und ja, genau, ich habe ja in ein, zwei Parts davor noch erwähnt, dass ich Multiplayer gespielt habe, dadurch auch der Rangaufstieg.
Und kennt ihr das? Also das war wirklich komisch für mich. Ich habe mich zwar, naja, einigermaßen gut geschlagen, aber es war trotzdem ein bisschen ungewohnt, weil ich bin ja in den Strecken gefahren oder auf den Strecken gefahren, in denen ich noch gar nicht bin. Sprich, diese Strecke bin ich gefahren und ich kannte sie noch gar nicht. Und das fand ich schon ein bisschen ärgerlich so gegenüber den anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Strecke kannten, aber war schon ein bisschen schade so, da zu fahren, wo man sich nicht auskennt. Da hatte ich ein kleines Handicap. Aber ich habe mich eigentlich gut geschlagen, soweit ich bin, glaube ich, einmal sogar Vierter oder Dritter geworden. Genau weiß ich das nicht mehr. So, 35, 36, okay, knapp verzählt. Gut, es dauert ein wenig, bis man, also ich weiß jetzt auch nicht, da wir gerade bei Level sind, ich weiß jetzt nicht, was die maximale Stufe ist. Ich glaube, die maximale Stufe ist 30. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der höher als 30 ist. Mein Kollege YMAXIP auch nicht, weil, also, weiß es nicht, ne? Guck mal, die waren alle hier besser als ich, die Arschliche. Alles Freaks, Kellerkinder. Also wenn ihr, das könnt ihr mir gerne spoilern, was so die maximale Stufe ist, weil 30, über 30 habe ich noch nie einen gesehen. Ich merke, jetzt dauert schon ziemlich lange, überhaupt aufzusteigen. Mal gucken. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche Stufe ihr denn seid. Das würde mich auch mal interessieren, falls ihr das natürlich spielt, egal jetzt für die PlayStation, Xbox oder PC. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann wollte ich noch sagen, vergesst nicht den Daumen nach oben, wenn euch die Parts gefallen. Ansonsten möchte ich mich nochmal hier, ich weiß, das mache ich zu oft, aber besser zu oft als zu wenig, möchte ich mich fürs Zuschauen natürlich bedanken. Ich will jetzt noch ein wenig Zeit hier schinden, weil ich denke, ein Rennen schaffen wir nicht mehr oder würden wir nicht mehr schaffen in diesem Part. Deshalb rede ich noch ein wenig. Und da ich gerade Reden angesprochen habe, ich habe auch angesprochen, dass ich einen Livestream machen werde. Und dort werde ich sämtliche FAQs, also Fragen und Antworten, durchnehmen, die ihr mir so stellt. Sprich, wenn ihr irgendwelche Fragen oder so an mich habt, ne, dann schreibt das mir bitte nicht unten in die Kommentare, sondern als private Nachricht, weil bei den Kommentaren, vielleicht ist es ja was Persönliches, was ihr mich fragen wollt, oder ich weiß es ja nicht. Also am besten einfach privat anschreiben, wird auch keiner zu Gesicht bekommen. Und ich werde das Ganze dann beantworten und private Sachen werde ich natürlich auch privat beantworten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Einfach Fragen und Antworten. Fragen an mich schreiben, Privatnachricht. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Sonntag, Samstag, April, Januar. Ich weiß es nicht, wann ihr diesen Part angucken werdet. Aber das Ganze wird schon. Ich verabschiede mich und oh mein Gott, ist draußen Wetter. Bei uns hagelt das, Leute, ganz kurz nebenbei. Bei uns hagelt das brutalst. Ich weiß jetzt nicht, was meine Information jetzt überhaupt in diesem Part soll, aber ich wollte ja ein bisschen Privates mit einbeziehen, ja. Ja, also, ciao Leute. Danke fürs Zuhören, für diesen Quatsch, für diesen Mist, den ich hier erzähle. Und bis zum nächsten Mal. Need for Speed, The Run. Wir sind bald in New York.